Da hinten. Ich hoffe, mich kann ja keiner umfahren oder so. Da war ich doch, oder? Mensch, wenn die Kamera nicht mal wechseln will, ja, da ist sie doch. Bonjour. Ja? Könnten Sie mir wohl helfen? Das glaube ich kaum. Außerdem bin ich im Dienst. Ziemlich ruhig heute. Heute ist Sonntag. Was haben Sie denn erwartet? Oh, gucken. Haben Sie vorhin eine Frau vorbeirennen sehen? Nein. Sind Sie sicher? Sie hat auf mich geschossen. Was war es für eine Waffe? Woher soll ich das wissen? Puh, warum sollte ich Ihnen dann helfen? Alter. Das ist so ein unfreundliche Polizist. Kennen Sie zufällig einen jungen Programmierer namens Vernon? Hat er ein Auto? Nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich ihn höchstwahrscheinlich nie kennengelernt. Sehen Sie sich mal diese Perücke an. Sehr interessant. Für eine Perücke. Die habe ich gefunden. Wirklich? Sind Sie aber klug. Sie gehörte der Mörderin. Die Frau, die die getragen hat, hat gerade jemanden umgebracht. Faszinierend. Der Mann, der hier gerade geparkt hat, kriegt gleich ein Knöllchen. Bitte, Madame, ich meine es ernst. Ja, wie unsympathisch willst du sein? Politesse hier. 12 mm und erst kürzlich abgefeuert. Ach, davon hat sie Ahnung. Woher wissen Sie so viel über... Feuerwaffen? Sagen wir einfach, ich war nicht immer Politesse. Was können Sie mir noch darüber sagen? Den Bodenstempel nach in Prag hergestellt. Und die Pistole selbst? Die neue Magnum, wenn ich mich nicht täusche. Das erkennen Sie alles anhand der Patronenhülse? Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Sie stammt aus der Pistole der Frau, die mich umbringen wollte. Das ist keine Handtaschenwaffe. Ich glaube, Sie haben es mit professionellen Killern zu tun. Können Sie mir helfen? Schießen Sie los. Ach, kleiner Scherz. Ach, jetzt ist es gesprächsbereit, ja? Na denn. Haben Sie vorhin eine dunkelhaarige Frau hier vorbeirennen sehen? Hat sie die Schüsse abgefeuert? Ja, genau. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Leider. Wegen der Perücke. Sie gehörte der Mörderin. Sie stehen also wirklich in Verbindung mit der Schießerei? Oh ja. Und ich brauche jeden Hinweis, den ich bekommen kann. Pah, was beweist das schon? Jeder Idiot kann sich einen gefälschten Ausweis basteln. Stimmt, aber nur ein Vollidiot würde sich als Reporter für meine Zeitung ausgeben. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ich weiß jetzt zwar, welche Waffe das ist und so, aber so richtig viel hat mir das jetzt nicht gebracht. Ach, das ist doch die eine da, wa? Was ist das für eine Punkertussi hat der? Guten Tag, Mademoiselle. Guten Tag. Sind Sie Beatrice? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Nicole Collard. Vernon wollte sich mit Ihnen treffen. Scheiße. Das stimmt. Und danach sollte er hierher kommen. Wo ist er? Es tut mir leid. Vernon ist... Er wird nicht kommen. Was ist passiert? Mit einem Grufti über den Tod zu reden, ich kam mir vor wie ein Vampirfilm. Beatrice, leider habe ich schlechte Nachrichten. Es geht um Vernon, nicht wahr? Er ist tot. Was? Es tut mir leid. Nein, Sie lügen! Ich glaube Ihnen nicht! Ja. Wo sind die jetzt hin? Hä? Wo sind die jetzt hingelaufen? Hat sie Luft dafür löst oder was? Wow. Muss ich sie nochmal fragen, ob sie die gesehen hat? Bonjour. Ja? Nee. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ich hätte jetzt gesagt, die ist bei dem Vernon. Bei dem Vernon gegangen. Ich konnte die Tür nicht öffnen.
Sie war abgeschlossen. Das wäre jetzt meine erste Reaktion gewesen. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Und die geht zu öffnen. Die war logischerweise ist hier zu ich sehen. Ich überlegte, ob ich woanders Nein. hingehen sollte. Aber dann beschloss ich zu bleiben. Ich gehe mal in seine Wohnung. Das ist jetzt, was mich jetzt normalerweise passen würde. Wo die ist. Wo war dieser Eingang jetzt? Hier lang, oh. Genau. Also ich schätze mal, ich hoffe mal. Die Tür war fest verschlossen. Es war Vernons Eingangstür. In der Wohnung herrschte Stille. Ist sie jetzt? Ich guck mal, ob die da jetzt ist. Ich hätte auch einfach die Feuerleiter wieder hochklettern können, aber naja. Machen wir es halt so. Also wo sollen die sonst hin? Ja, allerdings wäre auch denn die Tür noch offen. Ne, sie ist nicht hier. Ich denke mal, die weiß diesen. Ich denke mal, die weiß diesen Code. Hey, wo sind die jetzt hingegangen? Ich muss sie doch finden. Vielleicht hätte ich sie nicht gleich auf den ansprechen sollen. Die soll ich jetzt finden oder was? Auch nicht. Wow. Das soll ich jetzt wissen, wo die ist. Suche ich ja die ganze scheiß Stadt ab nach der. Ich frage mal die, die da putzt. Oder der andere Typ da. Hä? Oder was? Ne, das war die Polizistin. Der Skater hier, vielleicht hat der irgendwas gesehen. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Nettes Skateboard. Ein Skateboard allein nützt nichts. Man muss damit umgehen können. Habe ich auch gehört. Ja, er weiß auch nichts. Also, ich muss mich weiter um meine Ermittlung kümmern. Eine Frau hat immer was zu tun, ne? Ich kann nur noch nicht abhauen. Guten Tag, Madame. Ha, sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ich hau ich ab. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Au revoir. Welche Hilfe? Ja. Da frag mich jetzt, wo ich jetzt hingehen soll. Du musst doch irgendwo hinrennen. Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Was soll ich in meiner Wohnung? Zu bleiben. Ich kann doch noch nicht zurück, oder? Hä, ist ja komisch. Wenn die jetzt da nicht ist, dann gehe ich wohl in meine Wohnung zurück.
Keine Ahnung. Geht's einfach nur zurück, weil... Keine Ahnung, wo die hier sind, sollte. Ich hab doch jetzt alles abgeklappert. Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Und beschloss, zurück in meine Wohnung zu gehen. Welche sein? Wohnt die immer noch da? Ja. Die wohnt immer noch hier. Die Statue war ein hässliches, kleines Ding. Wahrscheinlich wäre sie ein Vermögen wert gewesen, wäre der Schild nicht so abgewetzt. Vielleicht sollte ich meine Nachrichten abhören. Sie haben keine neuen Nachrichten. Zu viel zu meinem tollen Privatleben. Vielleicht sollte ich telefonieren. Oder mit wem? Und doch André. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte. André Lobineau. Hallo André. Die Mörderin trug eine Perücke. Was sagst du jetzt? Ein Fall für die Modepolizei, wie? Nein, André, hör zu. Die Perücke ist eine genaue Kopie meiner Frisur. Ah, verstehe. Na, dann musst du sie wirklich aufspüren. Gab es Zeugen? Nur Nutzlose. Hast du in der Perücke irgendetwas gefunden? Daran habe ich gar nicht gedacht. Hm. Im Fußboden der Wohnung ist ein Safe versteckt. In der Wohnung des Toten? Genau. Dann brauchst du jetzt wohl die Kombination des Safes. Ja, habe ich auch leider nicht. André, ich muss mich wieder auf die Suche machen. Okay, in der Perücke hat die gesagt, ist da? Das Innenetikett war herausgetrennt worden. Die Mörderin hatte alle Spuren verwischt. Ah. Fast. Es waren ein paar blonde Haare darin. Okay. Die Frau, die ich verfolgte, hat also nicht schwarzes, sondern blondes Haar. Okay. Ich glaube, ich kann trotzdem nichts in meiner Wohnung machen. Vielleicht muss ich jetzt nochmal zurück, weil... Ich überlegte, ob ich die Wohnung verlassen sollte. Ich habe ja jetzt ausgekriegt, dass sie blonde Haare hat. Vielleicht muss ich jetzt nochmal die Politesse fragen. Oder vielleicht ist ja die andere jetzt wieder da, weil ich ja immer den Ort gewechselt habe. Ich frage gleich den Typ nochmal. Hallo. Oh, hallo, schöne ja, Frau. Ja, wie oft willst du mich noch schöne Frau sagen? Ah, ja. Ich suche eine blonde Frau. Ich auch. Du bist ein witziger Kerl. Ich geb mir Mühe. Aber im Ernst, hast du nicht gesagt, du suchst eine dunkelhaarige Frau? Hab ich das? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich weiß. Diese Wirkung habe ich auf alle Frauen. Ich habe überhaupt keine rennenden Frauen gesehen. Die meisten Weiber bleiben stehen, wenn sie sehen, was ich mit dem Board alles kann. Na klar. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Der hält ja sehr viel auf sich hier, der Typ. Ist der immer so nochmal beim Putzen hier? Guten Tag, Madame. Ha, Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Nö. Haben Sie zufällig eine blonde junge Frau gesehen? Und ob? Ein mageres Ding, wie Sie. Danke. Wo ist sie hingegangen? Sie stieg in einen Sportwagen und fuhr weg. Wissen Sie zufällig noch die Automarke? Wofür halten Sie mich? Einen Automechaniker? Da müssen Sie schon jemand anders fragen. Das wäre jetzt doch safe. Nur noch eins. Ihr die Mann, Politesse. Alphonse, ist er auch hier? Nein. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas gesehen. Kaum. Wieso? Er hat mich vor 20 Jahren verlassen. Durchgebrannt. Mit einer Sängerin? Erstaunlich. Woher wissen Sie das? Och, nur geraten. Danke für Ihre Hilfe. Darum hat sie auf so einen Hass auf Sängerin, die Olle. Weil sie Sängerin ihren... Typen ausgespannt hat. Jetzt müsst ihr mit der Auto, das musst du auf jeden Fall mit der Politesse wissen. Dann gehe ich nochmal parken und hoffe, dass die andere Ola da ist. Bonjour. Ja? Haben Sie vorhin eine blonde Frau hier vorbeirennen sehen? Ja, ungefähr Ihre Größe, muskulös, Schuhgröße 36 oder 37 und ich glaube, sie war keine Französin. Erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich. Nur Übung. Übung? Tut mir leid. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Das hat sie doch mit Haben Sicherheit... Haben Sie vorhin einen Sportwagen gesehen? Ich sehe im Laufe des Tages viele Sportwagen.
Wenn ich Einzelheiten wüsste, könnte ich Ihnen helfen. Haben Sie vorhin einen Sportwagen gesehen? Ich sehe im Laufe des Tages viele Sportwagen. Wenn ich Einzelheiten wüsste, könnte ich Ihnen helfen. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Jetzt vielleicht nochmal den Ender? Vielleicht hat er einen Sportwagen, habe ich ihn ja noch nicht gefragt. Das ich denke mal schon, dass ein Sportwagen denen aufgefallen wäre. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Du hast nicht zufällig einen Sportwagen in der Gegend gesehen, oder? Meinst du den roten Jaguar E-Type? Ja. Wieso ist er dir aufgefallen? Ich bin früher sowas Ähnliches gefahren. Hast du dir zufällig die Nummer gemerkt? Ich mag nur ganz bestimmte Nummern. Und ich spreche nicht von Schuhgrößen. Trotzdem, vielen Dank. Ich hoffe, du fängst den Mörder. Das werde ich. Ja, früher das selbst. Ich würde gerne mit dir plaudern, aber ich habe zu tun. Alles klar. Bis demnächst mal, Süße. Da ist früher selbst sowas wie vorhin. Der ist doch noch. Das ist doch noch ein Jugendlicher, ey. Willst du mich völlig verarschen? Aber jetzt weiß ich immerhin, was für ein Modell das ist. Das heißt, ich kann die Politesse wieder danach fragen und mehr Details nennen zu dem Sportwagen. Bonjour. Ja? Haben Sie den Jaguar E-Type gesehen, der vorhin hier war? Ja. Ich glaube, er gehörte der Mörderin. Und da sagt man, Verbrechen lohnt sich nicht. Was können Sie mir darüber sagen? Er war falsch geparkt. Ich habe ein Knöllchen ausgeschrieben. Großartig. Haben Sie die Autonummer? Natürlich. 451-CAC-75. Danke. Können Sie mir sonst noch was über den Wagen erzählen? Mhm. Wissen Sie was? Auf dem Beifahrersitz lag eine Maske. Eine Maske? Meinen Sie eine Spielzeugmaske? Nein, eine alte Maske, so wie die, die man im Theater trägt. Merci, Madame. Sie waren eine große Hilfe. Unter Profis hilft man sich doch gern. Natürlich. Klingt, als sei die Polizei auf dem Weg hierher. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie unser kleines Gespräch für sich behielten. Sie verstehen doch. Klar. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Tarnung aufliegt. Genau. Übrigens, für wen arbeiten Sie eigentlich? Kann ich Ihnen vertrauen? Natürlich. Demnächst werden wir von Aliens angegriffen. Wir bereiten uns auf den Kampf gegen sie vor. Sie können sich uns anschließen, wenn Sie wollen. Und das ist sehr nett von Ihnen, aber ich muss jetzt gehen. Au revoir. Das ist jetzt aus Zement. Was ist los? Hier hat es einen Mord gegeben. Wir vernehmen jeden, der sich in der Nähe aufhält. Wie heißen Sie? Nicole Collard. Das ist die Frau. Bitte kommen Sie mit. Jetzt werde ich verdächtig, weil ich ja so aussah wie ich. Und das ist? Na los, antworten Sie. Nicole Collard. Aha, die Frau mit der... Die Olle... Ich glaube, die ist C-Chef. Soll ich ihr die Zunge lösen? Noch nicht. Ihren Ausweis, bitte. Mein Presseausweis. Eine Journalistin. Typisch. Haben Sie Probleme mit Journalisten? Nur mit der feigen, lügenverbreitenden Sorte, die überall dazwischen funken. Dann stecke ich wohl in der Patsche. Das ist die Mörderin, Monsieur. Sperren Sie sie ein, bevor sie uns alle umbringt. Beherrschen Sie sich, Madame. Ich führe hier eine Untersuchung durch. Und Sie machen großartige Fortschritte. Woher kannten Sie den Toten? Er rief bei meiner Zeitung an. Er wollte sich mit mir treffen. Warum? Irgendein Unsinn über das Ende der Welt. Warum haben Sie ihn umgebracht? Das habe ich nicht. Aber Sie geben zu, dass Sie hier waren. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich bin durchs Schlafzimmerfenster gestiegen. Die Mörderin war noch da. Und? Wir haben dort gekämpft, in der Küche. Dann rannte sie die Feuertreppe hinunter und ich habe sie verloren. Da sind tatsächlich Spuren eines Kampfes. Inspektor... Ja? Woher wussten Sie, dass Vernon mit mir verabredet war? Ihre Nachricht war auf dem Anrufbeantworter. Die Frau, mit der ich gekämpft habe, war in Wirklichkeit blond. Die Nachbarin sagt, sie hatte dunkles Haar. Sie trug eine Perücke. Wie überaus praktisch für sie. Haben Sie eine Ahnung, warum er umgebracht wurde? Nein. Vielleicht wollte man verhindern, dass er mit mir spricht. Nicht jeder hat eine so hohe Meinung von Journalisten, Mademoiselle. Ich habe das Kennzeichen des Wagens, in dem die Mörderin entkam. Meine Güte, sind Sie hilfreich. Sind Sie auch wirklich Journalistin? Wollen Sie das Kennzeichen oder nicht? Also gut. 451
CAC 75. Danke. Bitteschön. Hier ist die Perücke, die die Mörderin trug. Die nehme ich als Beweisstück an mich. Wo haben Sie sie gefunden? Hinter der Mauer, gegenüber vom Hintereingang. Ich verstehe, wie schrecklich. Man will Ihnen was anhängen. Das ist richtig, Inspektor. Das klingt aber sehr ironisch, wie das spricht. Ich habe sie genau gesehen. Naja. Ja, und nu? Wie verformen wir jetzt? Kann ich jetzt gehen? Lassen Sie sie nicht entkommen! Die Beweislage ist deutlich genug, Mademoiselle Collard. Sie sind verhaftet. Wow. Führen Sie sie ab. Mit Vergnügen, Chef. Wie forschen?